Eine Grenze, die zum Todesstreifen zu werden droht. Migranten und Flüchtlinge als politisches Druckmittel. Guck mal, das ist die kleine Mädchen, der hat sie auch geschlagen. Guck mal, siehst du die Verletzung? Ein Autokrat, der die EU mit einer humanitären Katastrophe erpressen will. Lukaschenko benutzt Menschen, um politischen Druck auszuüben. Das ist völlig inakzeptabel. Natürlich wollen wir selbst an die Grenze zwischen Polen und Belarus. Viele Kontrollen sind hier. Wir, das ARD-Studio in Moskau, Warschau, Brüssel und WDR 4U wollen verstehen, wie es einem Diktator gelingen kann, die EU politisch zu erpressen und welche Mittel er einsetzt. Schon sind wir im polnischen Grenzgebiet. 20.000 Soldaten und Polizisten hat Polen hierher verlegt. 420 Kilometer ist die EU-Außengrenze zwischen Polen und Belarus lang. Eine große Angriffsfläche. Direkt an die Grenze dürfen Journalisten und Hilfsorganisationen nicht. In Belarus sowieso nicht. Über das Handy sind wir in Kontakt mit Familie Mohammed, Kurden aus dem Irak. Sie hängen seit Tagen zwischen den Grenzen fest. Männer, Frauen, vier Kinder. Einer in der Gruppe spricht Deutsch. Bei dieser Kollege auch, hat ihn auch in die Hand geschlagen. Sie waren schon auf der polnischen Seite? Ja, wir sind schon fast da gewesen. Aber wieder polnische hat uns festgenommen, wieder in Belarus. Die polnische Seite, das ist die belarussische Seite. Wir sind in der Mitte. Wir können gar nichts machen. Wir haben keine Essen mehr, gar nichts. Wir trinken dieses türkische Wasser von Kindern. Wir machen mit Milch alles. Wir sind hier alles fast tot, ja. Wir versuchen in Kontakt zu bleiben mit Familie Mohammed. Aber wieso irren die Mohammeds und so viele Menschen aus Bagdad, Erbil oder Damaskus hier in diesem Wald umher und kommen dabei fast ums Leben? Was beinahe irre aussieht, ist politisch geplant und beginnt im Sommer 2020 in Minsk, bei den Protesten gegen die offensichtlich gefälschte Präsidentschaftswahl. Ergebnis nach 26 Jahren Herrschaft, Lukaschenko wird wiedergewählt. Er lässt die Proteste gegen ihn brutal niederschlagen. Sein politischer Verbündeter, der russische Präsident Putin. Im Mai diesen Jahres will der Lukaschenko-kritische Journalist Protasevich mit Ryanair von Athen nach Litauen fliegen. Doch über Belarus wird sein Flugzeug einfach nach Minsk umgeleitet. Protasevich und seine Freundin werden festgenommen. Die EU verhängt nach dieser Entführung weitere Wirtschaftssanktionen gegen Belarus. Doch Lukaschenko kennt die Schwachstellen der EU. Migration und Grenzen. Wenn jemand denkt, wir würden jetzt unsere Grenze zu Polen, Litauen, Lettland oder der Ukraine dicht machen. Wir würden selbst zu einem Sammelbecken der Flüchtlinge aus Afghanistan, Iran, Irak, Syrien, Libyen oder Tunesien werden, dann hat er sich getäuscht. Wir werden niemanden aufhalten. Lukaschenko schafft eine neue Fluchtroute in die EU. Eine offenbar staatlich orchestrierte Schlepperkampagne, vor allem in arabischen Ländern, läuft im Netz an. Da heißt es zum Beispiel, für 4.200 Dollar eine Gruppenreise nach Belarus, inklusive Visum, 7 Tage Hotel. Und hier steht, täglicher Shuttle-Service von Polen nach Deutschland. Schon im Juli tauchen immer mehr Menschen aus arabischen Ländern in Minsk auf. Am Flughafen bekommen sie anfangs sogar gleich bei Ankunft ein Visum. Und die Flugpläne in Minsk werden geändert, mit auffällig mehr Verbindungen aus Erbil, Bagdad und dann Istanbul. Schon wenige Wochen später droht Lukaschenko der EU erneut. Bevor man irgendwelche Sanktionen gegen uns einführt, sollte man nachdenken. Denn das kann einen umgekehrten Effekt haben. Es kann etwa zu illegaler Migration führen. Wir wollen niemanden erpressen, wir drohen nicht, aber ihr stellt uns vor Tatsachen, sodass wir reagieren müssen. Und wir reagieren. Das Geschäft mit der Hoffnung blüht und ist gut organisiert. Belarussen beobachten, wie die Fremden in Gruppen anreisen. Das Hotel ist im Pauschalpreis enthalten. Und da die Hotels eh staatlich sind, verdient der Staat am Schleppergeschäft, wie bei den Visa. Jede Gruppe bekommt einen persönlichen Betreuer. Die Fremden wissen, man muss zur Galeria Shopping Mall, da kann man warme Kleidung und Schlafsäcke kaufen. Diese Bilder haben uns Migranten geschickt.
Und dann müssen die Gruppen zu einem vereinbarten Treffpunkt und werden an die Grenze gefahren. Ihr Gepäck müssen sie im Hotel lassen, erlaubt sind nur noch Rucksack und Schlafsack. Manche können sich keine Hotels leisten, sie schlafen direkt draußen. Wir verstehen bisher, Lukaschenko hat eine komplette Schlepperinfrastruktur aufgebaut. Mit falschen Versprechen im Netz, Visa, Flügen, Unterkunft, Transfer zur Grenze. Kostet insgesamt zwischen 6.000 und 8.000 Dollar pro Person. Können Sie beweisen, dass ich diese Leute an die Grenze mit Polen schicke? Nein. Und das kann auch gar nicht sein, denn es ist Schwachsinn. Alles, was Ihre polnische Regierung da sagt, ist Schwachsinn. Seit August lässt er die Menschen in Gruppen in den Wald laufen. Inzwischen sind es Tausende, Tendenz steigend. In dieser Woche lässt Lukaschenko dann die Lage weiter eskalieren. Hunderte marschieren auf der Autobahn zur polnischen Grenze. Die meisten irakische Kurden, eskortiert von bewaffneten belarussischen Sicherheitskräften. Und dann kommt der Wald. Seit dem Sommer hängen Menschen hier fest. Eine Gruppe sogar 70 Tage. Ihre Hilferufe schicken sie uns per Videos. Das ist die Lage der Flüchtlinge an der Grenze zwischen Polen und Belarus. 4 bis 5 Tage sind wir hier, hungrig und durstig. Die belarussische Polizei gibt uns den Polen und die polnische fängt uns und gibt uns den Belarussen. Alle sind wir hungrig und durstig. Das ist unsere Lage. Ende September kommen die ersten Meldungen, es seien 3 Leichen im Wald gefunden worden, darunter eine irakische Frau. Wie viele es bislang mindestens sind, wer soll das zählen? Ein Hilfsbündnis namens Border Group nimmt uns mit in die Nähe der Grenze und dann, wir halten die Luft an, finden sie tatsächlich eine kurdisch-irakische Familie mit kleinen Kindern, 1 Jahr und 3 Jahre. Es ist sehr kalt. Wir hatten kein Wasser. Was sollten wir machen? Die Mutter ist aufgelöst, fast unter Schock und widerspricht sie vom Wasser. Wir hatten kein frisches Wasser, nur Regenwasser. Sie wurde krank. Wir hören das jeden Tag. Wir finden die Leute im Wald und sie sagen uns alle, sie hatten mehrere Pushbacks. Auch der 3-Jährige hat verstanden, dass er das Papier hochhalten muss und bittet um Asyl. Die Polen hätten sie bereits einmal nach Belarus zurückgebracht. Das sind sie, diese sogenannten Pushbacks, die eigentlich in der EU verboten sind. Und jetzt werden sie versorgt. Es gucken ja auch Kameras zu. Polens Strategie scheint zu sein, die Grenzen nach Belarus abriegeln, so gut es geht. Mit 20.000 Grenzpolizisten und Soldaten, einem Zaun und Pushbacks. Wer es trotzdem ins Land schafft, darf weiter nach Deutschland. Bei 90% werden in Polen keine Fingerabdrücke genommen, sagen uns deutsche Behörden. Heißt, abblocken gen Osten, durchwinken gen Westen. Die polnische Regierung sieht sich in einer Ausnahmesituation. Der Verteidigungsminister nutzt ein großes Wort: Krieg. Wir haben es mit einem hybriden Krieg zu tun, mit einem Angriff auf Polen. Es ist der Versuch, eine Migrationskrise zu provozieren. Europa sah ganz genau, womit das zusammenhängt. 2015 wurde die Balkanroute in Gang gesetzt. Heute wird versucht, eine Flüchtlingsroute durch Polen zu führen. Spricht der Minister auch deshalb von Krieg, weil im Krieg andere Regeln gelten? Weil da humanitäre Standards keinen Platz haben? Weil man im Krieg nicht Asylsuchende prüfen und Menschen aufnehmen muss? Hier dagegen möchten sie helfen. Im kleinen Krankenhaus von Hajnovka mussten sie schon über 120 Flüchtlinge und Migranten notbehandeln. Anfangs brauchten die meisten nur Trinken, Essen und Aufwärmen. Und jetzt bei den kälteren Temperaturen geht es hin bis zur völligen Unterkühlung und anderen Problemen. Mineralien und Blutwerte sind schlecht. Und das wird immer schlimmer, je schlimmer das Wetter wird. Okay.
dieser Teil der polnischen Gesellschaft möchte sichtbar machen, was in den Wäldern tatsächlich passiert. Menschenrechtsaktivisten nehmen uns Journalisten mit Richtung Grenze. Wir finden drei Syrer. Ich dachte, dieser Weg sei leichter als der über die Türkei und Griechenland. Aber so war es nicht. Die Belarussen haben uns sehr schlecht behandelt. Sie haben uns geschlagen, alles weggenommen. Die Hilfsorganisation Grupa Granica hat ein Notruftelefon eingerichtet. Da bekommen sie jetzt Hilferufe aus dem Niemandsland. Ich erhalte 20 solcher Anrufe am Tag und man weiß nie, was sich hinter so einem Anruf verbirgt. Ist es ein Hilferuf oder sagt jemand, dass er großen Hunger hat? Aber es gab auch solche Anrufe, wo jemand mir sagt, er sei neben einem Toten und er weiß nicht, was er tun soll. Und die EU? Die 27 Staaten streiten bis heute, wer die Menschen aufnimmt, die an den EU-Außengrenzen ankommen. Es gibt keine solidarische Verteilung. Dafür Streit und das macht angreifbar. Jetzt droht die EU Lukaschenko mit weiteren Sanktionen. Nach unserem Interview fliegt der stellvertretende Kommissionspräsident Chinas noch heute in die Herkunftsländer der Flüchtlinge und Migranten. Sie sollen da bleiben. Ich reise heute Abend auf die Bitte von Präsidentin von der Leyen in alle Herkunfts- und Transitländer, damit sie mit uns zusammenarbeiten. Und ich werde die Fluglinien von Drittstaaten einbeziehen, dass sie mit uns zusammenarbeiten und nicht mit Lukaschenko gegen Europa. Aber was ist mit den europäischen Werten? Rechtfertigt die besondere Lage Mittel, die nach EU-Recht bislang illegal sind? Für ihn offenbar ja. Polen wird beschuldigt, Pushbacks anzuwenden. Was halten Sie davon? Ich denke, Polen und Litauen haben sich bereits in die Richtung bewegt, um die der Europäische Rat die Kommission jetzt gebeten hat. Das müssen wir als Europäer gemeinsam tun, zusammen, innerhalb desselben rechtlichen Rahmens. As Europeans, together, within the same legal framework. This does not mean that Europe will not. Das bedeutet nicht, dass Europa nicht ein Ziel bleibt für jene, die vor Verfolgung, Krieg und Diktatur Schutz suchen. Das steht nicht gegeneinander. Man schafft beides. Es sind Tausende, die in Lukaschenkos Falle sitzen. Aber es sind bei weitem nicht die Dimensionen von 2015. Und doch weiß Lukaschenko, dass diese Bilder die Europäer daran erinnern könnten. Man dürfte annehmen, dass ihn einer stoppen könnte, der russische Präsident Putin. Tut er aber nicht. Das ist nicht unsere Grenze, sondern die von Belarus mit Litauen und Polen. Reden Sie doch direkt mit Belarus. Alexander Lukaschenko ist gewählt, nicht gewaltsam an die Macht gekommen wie die Taliban. Und mit denen reden Sie doch. Also reden Sie direkt mit Belarus. Russland hat damit nichts zu tun. Eine politische Lösung scheint im Moment nicht in Sicht. Aber dafür der osteuropäische Winter. Anfang dieser Woche versuchen wir noch einmal mit der kurdischen Familie Mohammed im belarussischen Wald Kontakt aufzunehmen. Es ist die Familie von Bangin Mohammed aus München. Manchmal hat er Glück und erreicht sie. Seit 2 Wochen geht das so. Das ist genau so, das ist ganze Familie, ja? Und frag sie mal, wie es denn geht. Seine Schwester sagt, wenn sie uns sehen, holen sie Hilfe. Sie hat gesagt, es ist sehr, sehr schwer. Also wir geben unsere Stimme weiter. Und wir können nicht weiter telefonieren, weil wir müssen unsere Akku sparen für nächste. Für nächstes Mal. Aber die hat gesagt, Leben ist sehr, sehr schwer. Also man kann nicht so leben. Heute haben wir bei Bangin Mohammed noch mal gefragt, ob sie sich gemeldet haben. Ja, gestern, kurz. Sie hätten eine Sprachnachricht geschickt. 10 Sekunden lang, Akku sparen. Sie sind wieder auf belarussischer Seite. Dass die Kinder jetzt krank seien, haben sie gesagt. Aber seine Schwester Kurde Mohammed sagte, wir leben noch. Hey.